Ja, aber auch mal das cool, das Dorf ja aus einer anderen Perspektive zu sehen. Oh, oh Gott! Was? Nein! Was ist das denn? Basis an Condor One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Tab, Akte lesen. Bericht über Luis Serra. Name Luis Serra Navarro. Alter 28, Geschlecht männlich. Serras Name tauchte erstmals öffentlich in einem Studentenregister auf. Aus der Zeit davor sind keinerlei Aufzeichnungen gefunden worden. Nicht einmal eine Geburtsurkunde. Nach Abschluss seines Studiums trat er eine Stelle in Umbrellas Forschungsabteilung an, wo er sich schnell einen Namen machte und sich den Zuspruch seiner Mitarbeiter verdiente. Er war an der Entwicklung mehrerer nicht verschreibungspflichtiger Medikamente beteiligt, die jedoch allesamt noch vor ihrer Marktreife eingestellt wurden. Liste liegt anbei. Ein paar Jahre später verließ Serra Umbrella und verschwand von der Bildfläche. Nach dem Vorfall von Raccoon City bemühten sich Behörden und Regierungen, alle Personen mit Verbindungen zu Umbrella aufzuspüren, konnten ihn aber trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen. Wir glauben daher, dass Serra sich aktiv und mit großem Aufwand um sein eigenes Verschwinden bemüht hat. In Klammern in Hannigans Handschrift: Nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Glaubst du echt, dass Umbrella einen ihrer Besten an irgendeiner Magentablette oder Faltencreme forschen lässt? Ja, okay, dann wissen wir soweit über Luis Serra Bescheid und ich begrüße euch zu Part 4 und Kapitel 3 natürlich. Wir haben ja im letzten Part nochmal den Bürgermeister angetroffen, aber auch eine Frau, die uns gerettet hat. Da bin ich mal echt gespannt, was da noch rauskommt. Ja, und das scheint da wohl zu sein. Obwohl er etwas anders aussah. Aber wir wollten ja noch hier in das Buch reingucken. Aufzeichnungen des Dorfes, Band 3. Datum, 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum, 8. Dezember, also 2 Monate später fast. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Settlers Befehle sind absolut. 30. Januar. 30 Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Settler auserwählt. Datum April. 8 weitere heute. Datum 4 weitere heute. Datum 11 weitere heute. Okay, ja. 2 Ortsfremde haben sich im Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Puh. Okay, was das wohl heißt? Also, auf jeden Fall hat es sich über einen längeren Zeitraum hier alles gestreckt. Ich guck mal nochmal schnell auf die Karte, ob wir jetzt noch irgendwas hier haben. Eine Fluchtleiter. Fluchtleiter? Okay. Hier kann ich ja jetzt nichts mehr machen. Wir haben auch schon alles in dem Raum untersucht. Aber wo zur Hölle soll ja eine Fluchtleiter sein? Und wieso ist es jetzt so dunkel? Habt ihr das gehört? Fluchtleiter ist oben. Aber wo? Auf jeden Fall ist sie im Raum drin. Da
Das wundert mich halt gerade. Ach, hier. Aber kann ich wahrscheinlich noch nichts machen, oder? Ah, okay. Ja. Damit ist der Fall klar. Aber wir kommen nicht nach oben. Ah, klasse. Ja gut, aber wir haben es auf jeden Fall gefunden. Also wir müssen hier noch eine zweite Person bei uns haben. So viel steht fest. So, wir schauen jetzt mal hier vorne nach. Wir haben ja auch den Insignien-Schlüssel, glaube ich, hieß er, erhalten. Und damit können wir weiter schon den Hund... Oh Gott! Diese verdammten Bärenfallen! Wo ist jetzt hier ein Hund? Du auch, hm? Ja? Ey, greift er mich dann an? Obwohl, wenn ich ihm helfe, komm. Wird ja wohl nichts passieren, oder? Pass auf dich auf, Kleiner. Oh, der Leon. Was für ein Tier, lieber. Ja, und da ist jetzt einfach verschwunden. Oh! Ich raste noch aus mit diesen Drecksdingern, das ist... Aber ich finde es einfach nur krass, wie die Entwickler das Spiel designt haben, ne? Dass man halt auch immer dort reinläuft. Und waren die ganzen Bärenfallen auch schon davor hier? Ist ja echt unfassbar. So. Gibt es jetzt hier eigentlich noch irgendwas zu entdecken? Ich meine, hier ist das Scheißhaus, hier gibt es nichts mehr. Eigentlich nicht, wie der Hund jetzt dorthin gekommen ist, keine Ahnung. Aber mehr können wir jetzt hier nicht machen, nö. Dann gehen wir mal mit den Insignien-Schlüssel durch die Tür. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Ist alles nachgeladen? Ja. Es wäre gut, wenn du mal deine Taschen... Lampe nimmst oder auch nicht. Ist ja was? Nein. Irgendein Geräusch höre ich die ganze Zeit. Ich meine, klar, das sind die Fledermäuse, aber auch noch irgendwas anderes. Ey, ich sehe echt null hier, ne? Ich hoffe mal, auf YouTube sieht man das ein bisschen besser. Was denn, auf einmal ist es wieder hell? Nicht der Ernst, oder? Wie schnell ging jetzt da bitte die Nacht vorbei? Alles klar. Ah, ich glaube, wir... wir kommen wieder in Richtung des Dorfes. War das jetzt unser Hund oder war das ein anderer Hund? Ja, tatsächlich. Wir sind wieder im Dorf, Leute. Geil. Also haben wir jetzt eine komplette Runde hier gemacht? Ja, mehr oder weniger. Aber wir sind gut vorangekommen. Leider habe ich immer noch keinen kleinen Schlüssel. Ja, ich kann aber wieder zurück, wenn ich das will. Okay, also ist diese Tür jetzt hier offen. Sehr cool. Ja, und mit den Insignien-Schlüssel kommen wir denn da jetzt durch das Tor? Eine gute Frage. Oh nein, sind jetzt hier wieder neue Gegner oder was? Oh. Scheiß Rabe. Oder können wir jetzt irgendwas irgendwie durch das Tor hier gehen? Nö, auch nicht. Coole Sache.
Ja, aber auch mal das cool, das Dorf hier aus einer anderen Perspektive zu sehen. Oh, oh Gott! Was? Nein! Was ist das denn? Alter! Shit! Okay, kommt her, Bastarde. Will noch jemand was? Du oder was? Mist! Komm her, komm her, komm her! Was, die leben noch? Komm her, Mann. Das wird laut. Jetzt habe ich natürlich alle meine... Langsam habe ich genug. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, überfallen mich ja erstmal solche kranken Hunde. Und wieso zur Hölle wurde jetzt der Turm gesprengt? Was hier los ist. Und jetzt sind hier wohl auch Bären fallen, ist klar. Aber sonst sind hier wohl keine Gegner. Da ist jetzt hier auch was Neues gespawnt. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ach, hier drin ist das Teil. Ja, weil ich habe nämlich... die Glocke gehört. Aber ich komme doch dort immer noch nicht rein. Ey, wollt ihr mich rollen? Ey, muss ich jetzt auch noch hier auf diese elenden Bärenfallen achten? Nicht nochmal! Sind aber jetzt keine Gegner gespawnt. Was ist denn das jetzt eigentlich? Okay, das kann ich nicht abballern. Ey, ich hab null Munition! Das ist schon wieder so eine Bärenfalle. Jetzt geht's hier runter. Ich verstehe. Okay, wir gucken uns aber trotzdem nochmal dort beim Turm um. Auch wenn ich gerade Gegner gehört habe. Bitte sollen die denn sein? Ja, aber von wo? Wo sieht mich hier ein Gegner? In dem Haus oder was? Ich brauche Muni. Ich brauche erstmal Muni, bevor ich dort reingehe. Okay. Ja. Was ist da drin? Ist auch noch eine Bombe oder was? Okay, sonst ist hier nichts. Wo ist denn hier eine Bombe? War auch wieder unnötig. Ach, hier oben. Okay, warte mal. Ich muss mich nochmal heilen. Ich habe aber leider keine Eier mehr. Hm. Hallo? Hä? Und das ist wieder zurückgestellt worden? Okay. Warum auch nicht? Da müssen wir jetzt ernsthaft hier hoch. Okay, dann entzünden wir das mal. Oh, scheiße, ey. Ich hab grad Angst. Weil irgendwie kam jetzt der Knopf nicht.
probiere mal, ob ich das auch von hier drin auslösen kann. Na, wo ist denn das Teil? Ja. So. Ist hier oben noch irgendwas? Hm? Ach, ich kann ja nochmal raus. Okay. Wo hat sich hier noch ein Schatz? Ah, hier drüben ist der. Da kann ich jetzt aber gar nicht mehr hin. Ich muss quasi durch die Tür. Und das ist auch so ein Insignienschlüssel. Okay. Hat sich hier jetzt noch irgendwas geöffnet? Na, hier ist noch alles wie vorher. Und das alles scheint auch noch wie vorher zu sein. Oder ich kann jetzt noch irgendwie auf das Dach hier hoch, aber nein. Okay, Leute, dann. Ich glaube, das wird langsam zu Running Gag, ne? Ja, dann gehen wir jetzt erstmal. Wir müssen sowieso, glaube ich, hier runter, weil wir müssen auf die andere Seite. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum, hier durchzumarschieren. Wo ich das jetzt schon äußerst gruselig finde hier unten. Wehe, die haben ja auch noch Bärenfallen ausgelegt. Okay. Jede Menge Munition. Okay. Es ist ein gutes Zeichen, ich glaube eher nicht. Alles nachgeladen haben wir. Dann haben wir aber sonst gar nichts mehr eigentlich. Ich habe keine Leben mehr, ne? Wie, kommt jetzt irgendwas runtergejumpt? Ich befürchte es ehrlich gesagt. Nö, doch nicht. Hallihallo. Siehst du mich? Ja, ich glaube schon. Hallo. Und ciao. Ey, die lebt noch. Du lebst doch, oder was? Du spinnst wohl. Shit. Und hier sind noch mehr. Alter, was? Die lebt immer noch. Wie viel haltet ihr denn jetzt aus? Meine Güte. Zum Glück habe ich ein neues Messer. Okay. Also führt der Tunnel hierher. Good to know. Hier hinten höre ich aber noch eine Stimme. Wird mit Sicherheit noch so eine sein. Ja, hier drin ist auch einer. Mit dem Rücken zu mir. Wenn ich Glück habe, kann ich die noch schön messern. Das sieht auch gut aus. Haha. Okay, ansonsten. Die Schränke haben wir, glaube ich, schon durchsucht. Gibt es jetzt hier noch was Neues? Oh ja. Diese elenden Schweine. Aber ansonsten gibt es ja hier nichts Neues, oder? Weil hier kann ich ja, ja. Geht nicht auf. Ja, klar, wenn ein Gebäude davor liegt.
Okay, damit haben wir zumindest den Bereich komplett gesäubert. Hier komme ich auch nicht hoch. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Ich bin gespannt. Mal gucken, was uns erwartet. Und hier sind die alle durchmarschiert, die ganzen Dorfbewohner? Okay. Auch schön. Was ist eine Schlange? Nicht der Ernst. Viper. Was mache ich jetzt mit der? Kann ich die essen oder was? Eine mittelgroße, ungewöhnliche, gefleckte Schlange, die nach Entfernung der Giftdrüsen gefahrlos essbar ist. Ja, aber wie kriege ich, weil wenn ich die doch jetzt esse, oder? Nö, die kann ich essen. What the hell? Kommt dort auf einmal so eine Schlange aus der Kiste, ey. Rohstoffe? Was ist ja für ein Nebel? Jetzt kommt doch bestimmt irgendwas Großes. Nicht umsonst gibt man mir so viel Muni, bevor es losgeht. Was hängt denn hier? Seidenkristall. Nice. Oha, ey, was liegt denn hier? Was ist das zum Teufel? Ein riesengroßes... Riesengroßer Schädel. Sind das die Dorfbewohner? Also wenn ja, dann will ich den auf jeden Fall nicht sehen wollen. Illuminados, schlafselig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwester willen, die es nicht mehr können. Okay. Was ist das für ein Vieh? Ja. Danke für die Info. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas drin? Nö. Gar nichts. Aber hier eine Schatulle. Mit Ersthilfespray. Na, immerhin. Immerhin mal was Sinnvolles. Ach, und hier ist auch noch was. Flintenmuni. Haben wir alles voll. Kann ich mir eigentlich Granaten herstellen? Ich kann mir gar nichts herstellen, ey. Oh, Mann. Ja, dann mal rein hier. Ah, noch ein Händler. Sehr schön. Mega. Händlertipp, die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich da was für dich, den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende dir wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schließ sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zur Näherungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist es doch allemal wert. Guter Tipp eigentlich. Hab neue Ware, Fremder. Halt dich schon mal fest. Okay. Und hier sind aber auch noch... Vipernjagd. Ein guter... Was? 3 Vipern verkaufen. Verkaufen! Scheiße. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gern ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Ah, verdammt. Tja. Okay, da müssen wir wohl welche suchen. Willkommen. Aber erstmal zum Händler. Ich hab was Neues für dich, Partner. Rabatte sind nur in dem jeweiligen Kapitel gültig, in dem sie erscheinen. Sonderangebot Bolzenwerfer, nur für kurze Zeit 20% Rabatt.
Ich weiß halt nicht, ob wir den brauchen. Was hast du denn sonst so? Kann ich irgendwas Gutes tauschen? Nö. Tune. Schon wieder reparieren, naja. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Also wir haben ja jetzt die kunstvolle Heizkette voll. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Und Perlenketten haben wir auch zwei. Was es uns wert ist. Komm. Fremder. Das sieht jetzt nämlich schon ganz anders aus. Und dann schaue ich gleich mal noch, können wir die... Bei denen können wir ja nichts machen, ne? Edelsteine einsetzen. Ja, ich kann die eigentlich auch gleich voll machen. Und da hätten wir für 20.000 auch noch was. Was Hübsches. Und noch halt die zwei Perlenketten. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ein hervorragender Deal. Das sehe ich doch auch so. Und da haben wir 89.000. Da können wir uns doch jetzt mal was gönnen. Und zwar kein Platz. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Brauchen wir irgendwas? Na, eigentlich nicht. Ich kaufe fast alles. Eigentlich nicht. Brauchen alles noch. Hol ich mir den Bolzenwerfer? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ach komm, wir kaufen ihn mal. Diese Waffe kauft, braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht auch Eier. Wenn du das sagst, und dann holen wir uns gleich noch die Rezeptur. Wissen ist Macht. Merkt dir das, Partner? Zielfernrohr. Ein Standard-Zielfernrohr mit zwei Vergrößerungsstufen kann auf Gewehre und manch automatische Waffe montiert werden. Ja, die brauchen wir ja nicht. Da haben wir auch noch gar keine Munition dafür gefunden. Sniper? Glaube ich auch nicht, weil wir werden bestimmt noch mal eine Waffe finden. Aber ich glaube, den Bolzen... Das Bolzenteil bestimmt nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich mal die Pistolen irgendwie aufrüste. Braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Auf jeden Fall erstmal repariere ich das Messer. Okay. Und gleich mal noch die Haltbarkeit. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Ja, komm. Stirb mir da draußen nicht weg. Reicht erstmal. Drei Bolzen habe ich dafür. Schnellzugriff, wir legen es mal auf die zwei. Okay. Und wie kann ich das jetzt herstellen? Was brauche ich dafür? Materialien? Was ist das? Achso, das ist ja so ein L-Dings, ne? Okay. Ja, speichern, ganz vergessen. Mann. So, dann geht's mal sofort weiter, würde ich sagen. Jo, Grüße. Habt ihr das gehört? Ist hier jetzt noch irgendwo so ein Teil? Oder ist es der Händler? Ich dachte, ich hätte jetzt vielleicht noch irgendwo eine Lampe gehört. Die hier rumhängt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ah, hier ist der Friedhof. Eine Kirche, das muss sie sein. Ja, das ist sie. Okay. Hier hebt einer das Grab aus, okay. Ist hier noch irgendwo einer? Ich höre auf jeden Fall nochmal noch so Schmuck. Das
So, du stirbst jetzt erstmal ganz leise. Pistolenmuni, sehr nice. Was sind das hier überall für Zeichen? Ja, wollte schon sagen, hier irgendwo bauen wir doch so einen Schatz. Aber wo? Ich sehe halt hier ganz schlecht, muss ich sagen. Ach ja. Hoffentlich mich hat jetzt keiner gehört, aber wenn ja, wäre es mir auch egal. Smaragd. Okay, hier drin ist doch bestimmt einer, ne? Hallo. Ja, das war mal so klar. Okay, den. Was? Da lebt noch. Nicht mit mir, mein Freundchen. Bist hier aus dem Sarg entstiegen, oder was? Rohstoffe S. Okay. Und noch Pistolenmuni. Ansonsten ist ja nix. Aber hat sich doch gelohnt. Können wir jetzt auf dem Friedhof noch irgendwas? Ist da noch irgendwas, was mich anlächelt? Nö. Sieht nicht so aus. Nö. Das weiß ich halt nicht. Nicht, dass wir noch irgendwas vergessen haben, aber eigentlich nicht. In der Kirche haben wir noch jede Menge Zeug vergessen. Verschlossener Schatz. Schatz erweitert. Warte mal, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Was soll denn da jetzt noch was gewesen sein? Ach nein, das ist hier in der Kirche, okay. Oder an der Kirche, besser gesagt. Ja gut, dann gehen wir da mal nach oben. Ja, ich muss ja durch. Klasse. Ich höre schon wieder diese. Ja, da kommst du nicht durch. Verdammt. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One endet. Okay, sehr gut. Verriegelt, sagst du. Ja, das sehe ich auch. Ring mit rotem Edelstein. Okay. Sehr schön. Und hier ist auch noch irgendwo ein Schatz. Ach nee, da ist drin. Okay. Müssen wir jetzt irgendwie außen rum gehen oder was? Hier kommen wir nicht rein. Ah, okay. Kommen wir hier noch rein? Ja, aber nicht in die Kirche, oder? Ach nee, hier ist nochmal ein Speicher. Ach, wir müssen unten drunter. Okay, warte mal, ich guck mich mal hier hinten noch um. Ich verstehe. Und hier ist nochmal ein Auftrag. Eleganter Haarschmuck. Rohstoffe L. So, und was ist jetzt? Grabständer, diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Frieden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht jemand, irgendjemand, die Wappen auf ihren Grabstein zerstören?
Auftrag, die Wappen auf den Gräbern zerstören, Gebiet Kirche, Belohnung Spinell. Ach, hier komme ich auch noch nach oben. Wo geht's da lang? Blendgranate? Sonst ist wohl hier nichts oder was? Nö. Nur eine Blendgranate. Okay, dann gehen wir nochmal schnell zurück zum Friedhof. Wenn das so ist, dass ich irgendwelche Wappen zerstören muss. Mir sind jetzt zwar keine direkt aufgefallen, aber ja. Machen wir einfach mal. Welche Wappen meinen die denn? Okay. Tja, aber welche sind das jetzt? Das ist noch ein anderer. Ja, toll. Welche Wappen? Ah, okay. Alles klar? Okay. Okay, du sagst es. Grabstände abgeschlossen. Soll ich da jetzt nochmal? Nee, brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal zum Händler. Wir haben ja den Auftrag abgeschlossen. Aber das mit den Vipern finde ich jetzt ein bisschen blöd. Ganz ehrlich. Oh, das ist Ashley. Okay. Ach, wir haben noch einen kleinen Schlüssel sogar. Coole Sache. Ein gelber Diamant. Nice. Und hier ist noch eine Karte. Karte des Seeufers. Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt in der Kirche und warten auf deren Befehlen unseren Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt Schlüssel in der Höhle der anderen Seite des Sees. Die Kreatur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Karte aktualisiert. Ich warte da nicht wieder irgendeine Überraschung. Ja, ich vermute schon. Ich vermute es wirklich. Ja, Leute, und wie es dann weitergeht, das seht ihr im nächsten Part.